Im Gemeinschaftsmülleimer von Pias Studentenwohnung findet sie oft weggeworfene Lebensmittel, die man teilweise noch essen könnte. Eine Person wirft im Jahr ca. 75 Kilogramm Lebensmittel in die Tonne. Das würde heißen, Pia wirft pro Tag 200 Gramm Essen weg. Für die Studentin Pia ist das natürlich total abwegig. Sie hat nur ein schmales Budget, kann und will sich Nahrungsmittelverschwendung deswegen nicht leisten. Pia ist 20 Jahre alt, studiert und wohnt in Nürnberg. Nach einem langen Unitag hat sie natürlich erstmal Hunger. Ihr Kühlschrank gibt aber nicht so viel her. Pia hat dafür eine Lösung. Auf ihrem Handy hat sie eine App, die Too Good To Go heißt. In der App bieten Restaurants und Geschäfte ihre unverkauften und überschüssigen Lebensmittel an. Kunden wie Pia können diese dann zu einem günstigeren Preis kaufen. Pia kann in der App sehen, wo in ihrer Umgebung zurzeit überschüssige Lebensmittel angeboten werden. Pia sucht sich ein Café in ihrer Nähe aus. Beim Bestellen weiß sie noch nicht, welche Lebensmittel sie genau bekommt. Bezahlen kann man nur online in der App. Pia macht sich jetzt auf den Weg in den Nürnberger Stadtpark zum Café Parks, um ihre bestellte Too Good To Go-Tüte abzuholen. Das Parks ist ein Unternehmen von ca. 14.500 Cafés, Restaurants, Supermärkten, Bäckereien und Hotels, die schon an der App Too Good To Go teilnehmen. Die App ist spitze, super einfach zu bedienen. Auch auf der Seite von den Betrieben, die da quasi Sachen hochstellen, ist es halt sehr einfach. Es ist halt auch wichtig, wenn man merkt am Abend so, man hat noch was übrig und dann kann man schnell einfach eine Portion mal hochstellen. Durch ein Swipen auf Pias Handy bestätigt Lukas Hübner die Abholung. Und ja, es ist halt wegen der Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie ist halt ein richtig großes Thema. Wir gucken halt auch, dass wir Nachhaltigkeit dann schon irgendwie umsetzen, möglichst wie es uns halt möglich ist. Und da ist Too Good To Go halt wirklich eine sehr einfache und schnelle Variante. Bei uns geht es dann hauptsächlich um Gebäck, was halt übrig ist, weil das halt vorproduziert wird. Und ja, dann tut es am Abend immer weh und so viel kann das Personal auch gar nicht essen, dass man halt nichts wegschmeißen muss. Deswegen haben wir uns dann für Too Good To Go entschieden, dass wir da halt dann noch einen Abnehmer für finden. Ich glaube, mittlerweile in Nürnberg gibt es schon ein breites Netzwerk, das ist vielen Leuten auch bekannt. Und ja, wenn wir die Pakete hochstellen, dann sind die auch schnell immer vergriffen. Ich würde mal sagen, so zwischen 10 bis 20 Tüten sind es dann schon pro Woche. Pia hätte für dieses Essen normalerweise 18 Euro bezahlt. Gekauft hat sie es heute für 6 Euro. Morgen begibt sich Pia wieder auf die Suche nach einer anderen Too Good To Go-Tüte. Vielleicht wird es diesmal asiatisch.